Meine wunderschönen und herzallerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Forza Horizon 4. Als wir vor ein paar Tagen 115 Wheelspins aufgemacht haben, bin ich davon ausgegangen, dass dieser wunderschöne Aston Martin Vulcan in der Forza Edition der beste Wheelspin war, den wir da gezogen haben. Wir haben keine legendären Autos gezogen, wir hatten ziemlich Pech, aber dieses Auto war meiner Meinung nach der beste Spin, den wir hatten. In diesem Video geht es aber heute darum, warum nicht dieser Wheelspin der beste war. Sondern dieser hier. Und ich krieg hier Golfs und 2000 Credits und Blümchenhemden. Ja, sehr unscheinbar. Meine Reaktion ist nicht vorhanden. Aber dieser kleine, süße Golf in diesem Wheelspin dürfte der beste, teuerste, seltenste Wheelspin gewesen sein, den wir an dem Tag gezogen haben. Nur, dass es mir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war, was man auch an meiner Reaktion sieht. In Forza Horizon 4 gibt es ja eine ganze Menge Autos. Ich glaube, insgesamt über 450. Und viele davon kann man natürlich hier im Autohaus kaufen. Unter anderem kann man sich hier auch zum Beispiel Golf Airs kaufen. Oder Sciroccos oder was auch immer. Ja, was das Herz begehrt. Dann gibt es natürlich Autos, die man in den Scheunenfunden kriegt oder freischaltet, indem man eine bestimmte Karriere hochspielt. Und dann gibt es aber auch noch eine ganze Reihe Autos in Forza Horizon 4, die man nur in Wheelspins bekommen kann. Natürlich ist in der Realität ein Aston Martin Vulcan sehr viel besonderer, seltener und teurer als ein Golf R Baujahr 2010. Aber nicht hier im Spiel. Denn der 2010er Golf R ist einer von diesen Autos, die man nur in den Wheelspins kriegen kann. Dazu gehört zum Beispiel auch der 2010er Ford Crown Victoria, der 2018er Porsche Cayenne Turbo und noch einige andere. Das heißt, die kann man nicht im Autohaus kaufen. Aber man kann sie natürlich, wenn man Glück hat, im Auktionshaus kaufen, wenn sie einen Spieler dort reinstellt. Gucken wir doch einfach mal, was der Aston Martin Vulcan, von dem ich ja ausgegangen bin, dass es das beste Auto war, was wir gezogen haben, was der im Auktionshaus so kostet. Hier ist einer für 1,1 Millionen. Und wenn man diese Liste durchguckt, gibt es alleine über 30, die unter 1 Million verkauft werden. Man kriegt das Ding für 900.000 oder so hier. 1 Million für 900.000, habe ich auch schon viele gesehen. Kriegt man den hier im Auktionshaus. Ist aber schon ganz cool, dass wir den gezogen haben. Aber ich meine, 900.000 ist jetzt auch nicht die Welt in dem Spiel. Dann gucken wir einfach mal zum Vergleich, was denn der VW Golf. Ich meine, es gibt kein mainstreamigeres Auto als ein Golf. Es ist zumindest ein Golf R. Okay, der ist ein bisschen seltener. Aber ich meine, es ist immer noch ein Golf. Mal gucken, was der denn so kostet im Auktionshaus. VW Golf, Baujahr 2010. Schau doch einfach mal, was wir für den bezahlen müssten im Auktionshaus. Ach! Sieh mal einer an, es gibt keine einzige Auktion. Selbst wenn ihr jetzt im Spiel 50 Millionen auf dem Konto hättet, würdet ihr es nicht kriegen. Und da man die wirklich nur in den Wheelspins kriegen kann oder halt im Auktionshaus, ja, habe ich eigentlich ziemlich Glück gehabt, dass wir ein sehr seltenes und sehr teures Auto gezogen haben. Zumindest im Spiel, in echt nicht, aber im Spiel auf jeden Fall. Wirkt aber halt sehr unscheinbar, ne? Hat nur einen blauen Rahmen, angeblich ist er nur selten. Man denkt sich, ja gut, ein Golf gezogen, toll. Aber das Ding ist halt richtig selten. Klar, es ist so rein optisch und von der Leistung her ein normaler Golf R. Ja, du kannst ja auch den 2014er kaufen. Also wenn es nur darum geht, ein cooles Auto zu haben, dann war der Wheelspin nicht unbedingt was Besonderes. Aber gerade für Leute, die natürlich alle Autos sammeln wollen, ist es mega das Glück, dieses Auto zu ziehen. Und an sich, muss ich sagen, finde ich ihn auch so natürlich ziemlich geil. Die Optik knallt richtig rein, diese fetten Auspuffrohre unten in der Mitte. Generell so ein weißer Golf R, mir gefällt der richtig, richtig gut. Auch das Cockpit gefällt mir gut und auch vor allem der Sound ist ganz nice. Aber klar, der Wheelspin war halt vor allem besonders, weil es einfach ein Auto ist, das extrem selten ist. Weil wir eigentlich anscheinend doch mehr Glück hatten bei den Wheelspins, als ich auf den ersten Blick dachte. Ich glaube, den könnte ich locker für Maximalpreis ins Auktionshaus stellen und der wäre innerhalb von ein paar Minuten weg. Soweit zum Seriengolf 6R 2010er Baujahr. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir den ganzen Karren hier nicht noch ein bisschen tunen können und dann fahren wir mit dem auch mal ein paar Rennen. Trifft sich eigentlich ganz gut, dass wir noch ein paar Rennen in der Straßenszene haben, die wir noch fahren müssen. Und dann würde ich sagen, machen wir da doch gleich mal ein bisschen weiter. Dann kommen wir sogar ein bisschen voran im Spiel mit Rennen, die wir noch erledigen müssen. So, hier ist das erste Rennen in Holyrood. Dann würde ich sagen, los geht's. Meine sexy Politesse hier im weißen Golf Air. Das sieht schon ziemlich scheiß aus, das Teil, muss ich sagen. Ich würde ihn auf jeden Fall nehmen und fahren. Schauen wir mal, was er im Rennen kann. Ja gut, das allererste, was ich sehe, ist ein Nyan Cat Lamborghini Huracan neben mir. Das ist genau die Konkurrenz, die ein Golf sucht. Ein Lamborghini Huracans. Aber ich meine, klar, ein Golf R ist auch in der Serienausstattung schon ein ziemlich sportliches Auto. Also es ist, ich sag zwar die ganze Zeit ein Golf, aber es ist halt nicht nur ein Golf, es ist ein Golf R. Der ist natürlich schon dementsprechend sportlich. Ist jetzt nicht der normale Golf, den man täglich hundertfach sieht. Aber ich meine, Lamborghini Huracan ist halt schon eine Hausnummer.
Jetzt ist der Wagen aber ja auch 899 und hat dementsprechend auf jeden Fall gut Power. So, die KI ist mir da so ein bisschen im Weg. Müssen wir mal gucken, dass wir an denen vorbeikommen. Und jetzt wieder Gas geben, haben wir hier einen Aston Martin vor uns. Also die Konkurrenz ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Aber hier haben sie alle Probleme. Was haben die denn da gemacht? Was haben die denn da gemacht? Da haben wir gerade mal auf einen Schlag 6 Plätze gut gemacht oder so. Sind von Platz 6 oder 7 plötzlich auf Platz 1 vorgefahren, weil die da alle irgendwelche Probleme hatten bei der einen Kurve. Jetzt kommt nochmal ein richtig mieser Streckenabschnitt hier. Jetzt verlieren wir auch wieder Plätze. Ach du meine Güte, was sind das hier für Kurven, ey. Die Donnerbeule hat uns überholt. Aber hey, was wir da gerade eben Plätze gut gemacht haben, das ist ja nicht mehr schön. Haben wir leider dann nochmal verschenkt durch den kleinen Unfall, den wir da hatten. Aber es wird trotzdem noch ein ziemlich guter zweiter Platz hier. Also, ein Renngolf natürlich auf 899 sowieso. Ich meine, klar, im Endeffekt, wenn wir jetzt damit fahren, ist es trotzdem vom Gefühl her ein ganz normaler Golf. Besonders ist es nur, und ich habe auch nur ein Video gemacht, weil er halt so selten ist. Weil einige auch gesagt haben, hör, du hast gar nicht mitbekommen, du hast da voll das krasse Auto bekommen. Wie kannst du nur dich nicht freuen, ja, also deswegen. Aber wenn wir jetzt sowieso schon mal dabei sind, wenn wir noch ein bisschen Zeit, dann fahren wir einfach noch ein weiteres Straßenrennen. Warum denn nicht? Edinburgh, West End und ich sehe schon wieder einen Lamborghini Huracan neben mir. Ah, die Konkurrenz in diesen Straßenrennen hier ist echt nicht ohne. Nachts bei Regen hier durch die Stadt. Illegale Straßenrennen. So muss das, oder? So muss das. Also handlingstechnisch ist es natürlich jetzt nicht das neue weltbeste Auto im Spiel, ganz klar. Also wenn ihr einfach ein toll fahrendes Auto haben wollt, dann ist dieses Auto hier nicht unbedingt interessant für euch. Darum geht es aber ja auch nicht in diesem Video. Also, ne, der Grund für das Video war natürlich ein anderer, aber ich finde es halt ganz cool, wenn wir das Auto dann auch mal ein bisschen in den Rennen fahren. Nur er fährt sich halt jetzt gar nicht mal so besonders gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es am Tuning liegt oder einfach am Auto generell. Leistung ist ordentlich, der marschiert gut nach vorne. Wir sind ganz schnell bei 230 oder so hier. Also das ist nicht das Problem. Aua, aua, aua. Aber das Handling ist leider ziemlich, ziemlich bescheiden. So, jetzt geht's hier auf die lange Gerade auf der Autobahn. 230, 240, 250, 260. 270, ich meine, wir fahren einen Golf, ne? Und jetzt hier nochmal durch Edinburgh durch. Und dann geht es auch schon Richtung Ziel, also ein sehr kurzes Rennen. Leider jetzt hier nur Vierter, was natürlich nicht besonders gut ist. Aber, oh nee, vielleicht werden wir sogar nochmal überholt. Ah nee, den Lambo lassen wir nicht mehr vorbei. Okay, vierter Platz, da geht natürlich mehr, das geht auch besser. Dafür, dass er Allrad hat, also in den Kurven rutscht, der doch extrem powerslided, driftet da die ganze Zeit. Und das, obwohl wir Allrad drauf haben, der hat einfach irgendwie ein bisschen wenig Grip. Wahrscheinlich musste auf den dann erst noch den Forza-Spoiler drauf montieren, was wahrscheinlich absolut ekelhaft hässlich aussieht. Damit er sich gut fährt, aber das mache ich aus Prinzip nicht. Damit sind wir zumindest in der Straßenszene auf Rang 9, kriegen den Renault Clio freigeschaltet. Boom, der Marathon. Das größte, härteste Straßenrennen, das wir je ausgerichtet haben. Also, bist du dabei? Oh, den werden wir demnächst mal machen, aber nicht mit dem Golf. Das längste, größte Straßenrennen, das sie je ausgerichtet haben, da bin ich aber mal gespannt, den werden wir auf jeden Fall fahren. Wir haben vorher aber ja noch ein paar andere Straßenrennen, die wir noch fahren müssen. Insofern würde ich sagen, der Marathon muss noch warten. Wir fahren noch ein weiteres Straßenrennen und dann bin ich eigentlich auch schon durch für heute. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Auto in die Kommentare, jetzt einfach mal so wie er ist, in der Realität. Also ein Golf 6R, schönes Auto, mir gefällt er gut, gerade in weiß und dann diese Auspuffrohre unten und diese verdunkelten
Rücklampen und so, das sieht schon alles sehr schick aus, ohne Frage. Aber gerne natürlich auch, habt ihr den im Spiel oder hättet ihr den gerne oder habt ihr schon mal einen im Auktionshaus gesehen? Also ich denke, der ist schon wirklich sehr, sehr selten. Und insofern bin ich natürlich glücklich, dass wir den gezogen haben. So, auf ein letztes. Neben uns hier schöne Viper am Start. Da vorne Porsche. Also die Konkurrenz in der Straßenszene ist schon wirklich hart. Generell finde ich die Straßenszene, also die Rennen in der Straßenszene sind wirklich mit die schwierigsten. Verkehr auf der Strecke, keine Absperrungen auf der Straße und dann auch noch im Dunkeln. Also die sind wirklich anspruchsvoll, die Rennen. Aber ja, wir wollen sie ja abschließen und ich meine, ist ja eine ganz gute Gelegenheit, mal ein bisschen den Golf zu testen. So, da haben wir schön gebremst. Rechtzeitig, aber auch nicht zu doll. Und da ziehen wir richtig gut nach vorne jetzt hier. Zack, sind wir auf dem vierten Platz. Vor uns haben wir einen Carrera GT. Ich meine, das ist ja ein schlechter Witz, Mann. Ich fahre mit dem Golf gegen einen Carrera GT. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? In der Straßenszene. Auch nur da gibt es sowas, ja? Dass ich mit dem Golf gegen einen Carrera GT antreten muss. Auch das ist schon wieder so eine richtig anspruchsvolle Strecke. Allein dieser Kurvenverlauf hier die ganze Zeit. Oh Mann, ey. Aber geil, die Straßenszene macht schon Spaß. Aber das sind wirklich so krasse Rennen teilweise von der Strecke her. Einen kleinen Ausflug ins Gebüsch. Damit sind wir zurückgefallen auf den fünften Platz. Aber hier den Porsche werden wir uns sofort wieder schnappen. Lassen wir gar nicht erst zu, dass der uns überholt. So, und jetzt links rum, da haben wir auch wieder kurz die Kontrolle verloren. Ich kenne halt auch die Strecke jetzt noch nicht. Wir fahren das aber jetzt nur einmal. Vierter Platz ist ja okay. Wobei wir den Carrera GT eigentlich auch noch hätten holen können. Also ich hätte jetzt gedacht, na, ein dritter Platz wäre auf jeden Fall drin gewesen. Aber so wird es halt wieder ein vierter Platz. Ist ja auch okay, mein Gott. Wir fahren halt auf hoher Schwierigkeit. So. Also, geiles Auto. Und vor allem, weil da auch einige Kommentare waren, die mich da... die ganz schockiert waren, die wahrscheinlich dieses Auto schon seit Anfang des Spiels haben wollen. Und ich krieg den und sag nicht mal was dazu. Da waren also einige in den Kommentaren unter dem Weedspin-Video wirklich sehr schockiert. Das soweit fürs heutige Forza Horizon 4 Video. Das ist der Golf 6R 2010er Baujahr. Wenn ihr mal Glück habt, kriegt ihr den vielleicht im Auktionshaus geschossen oder vielleicht im Weedspin. Vielleicht hat ja einer von euch den auch schon im Weedspin gezogen. Sind wir dann im elitären Club der Golf 2010er Besitzer. Und zu denen gehöre ich jetzt also auch. Aber das hier war der eigentliche Held des Weedspin Videos. Ganz unscheinbar, ganz still und heimlich hat er sich da reingeschlichen und ich habe es nicht mal mitbekommen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Abonnieren natürlich auch immer gerne. Und ansonsten sehen wir uns wieder am Dienstag um 15.30 Uhr im nächsten Forza Horizon 4 Video. Ich freue mich, wenn ihr da einschaltet und natürlich gerne bei Twitch. Jetzt habt ihr das Video ja durch. Ich bin wahrscheinlich gerade live. Den obersten Link in der Videobeschreibung anklicken. Ich bin raus, euer Walle. Einen schönen Tag noch. Bye, bye.